Normalerweise beginnen wir unsere Testvideos ja niemals, nie, nicht mit dem Startbildschirm. Aber der hier ist so gut, da machen wir gerne Ausnahme. Denn die beiden aufeinander eindreschenden Warhammer 40k Jungs zeigen gleich, worum es in Chaos Gate Demon Hunters geht. Um aufeinander eindreschende, schießende, granatenwerfende, psi-wirkende Warhammer Jungs. Aber kann das Spiel hinter dem Startscreen die Qualität halten? Nö. Die wird sogar noch besser, denn das Runden-Taktikspiel des kleinen Indie-Studios Complex Games verströmt pure Warhammer 40k-Atmosphäre. Ihr kämpft gegen die Horden des Chaosgottes Nurgle, der den Tertius-Sternsektor mit 5 fiesen Peststrängen infiziert. Von eurem Mutterschiff aus teleportiert ihr Teams aus bis zu 4 Grey Knights auf die Oberfläche. Jeder Ritter hat 3 Aktionspunkte für Boltersalven, Schwertattacken, Rennen, in Deckung gegen Nachladen und so weiter. Allein schon die Wucht der Nahkampfattacken ist super umgesetzt. Die schwer gepanzerten Grey Marines haben genau die richtige Mischung aus Agilität und mächtigen Melee-Angriffen. Aber es kommt noch besser. Die Schlachtfelder sind nicht nur abwechslungsreich und schick anzuschauen, sondern lassen sich an vielen Stellen auch effektvoll zerlegen. Die Kathedrale oben könnten wir durchs Hauptportal betreten, indem wir die Tür zertrümmern. Aber wie viel cooler ist es denn, mit einer Statue ins Haus zu fallen? Genau. Dabei stören wir diese Herrschaften bei einem Ritual und alle gehen hektisch in Deckung. Zum Glück hinter einer Feuerschale, sodass wir unserem coolen Auftritt mit der Säule jetzt eine besonders heiße Aktion folgen lassen. Wir können sogar festlegen, wie sich die heiße Suppe der Schale verteilen soll. Dann heißt es feuerfrei und genießen. Solche Schadenfreude-Szenen gibt's in Demon Hunters immer wieder mal, sind aber auch nicht übermächtig. Im Gedächtnis bleiben sie aber auf jeden Fall. Jetzt noch eine Granate hinterher und mit nur 2 Angriffen sind 2 Drittel der Ritualbelegschaften ausgeschaltet. Das Prinzip knallharte Space Marines gegen feindliche Übermacht ist hervorragend umgesetzt, ohne dass es zu einfach wird. You have been judged. Granaten sind zum Beispiel Mangelware, im Einsatz gibt's nämlich keinen Nachschub. Ihr müsst also gut überlegen, wann ihr die Sprengkörper schleudert. Wenn ihr einen Gegner anvisiert, seht ihr immer vorab, ob ihr trefft und wie viel Schaden ihr raushaut. Anders als zum Beispiel XCOM 2 hat Demon Hunters keine zufällige Trefferwahrscheinlichkeit. Mit etwas Glück landet ihr aber einen kritischen Treffer und könnt einen Gegner dauerhaft schwächen, indem ihr seine Rüstung zerlegt oder ihm die Waffenhand abhackt. Oder ihr bringt ihn einfach um. Falls ihr euch mit Warhammer so gar nicht auskennt oder mal einen Begriff nicht auf Anhieb kennt, kein Problem. Neben einem detaillierten Glossar gibt's nämlich die Erklärbär-Funktion, die euch alle akuten wichtigen Infos aufdröselt. Ihr müsst also nicht nebenbei ein Wiki offen haben. So einen vorbildlichen Service wünschen wir uns echt öfter. Auch das Interface ist überwiegend gut zu bedienen und übersichtlich. Gelegentlich ruckeln allerdings Spezialangriffe wie dieser Rundumstreuschuss. Dass wir unseren Kameraden erwischen, ist allerdings eigene Doofheit, da hätten wir vorher mal auf die Totenkopf-Symbole schielen sollen. Das Missgeschick war selbstverständlich nur für Demonstrationszwecke gedacht, darum machen wir es jetzt nochmal gescheit. Na also, geht doch. Durch solche Spezialaktionen erhöht ihr allerdings den sogenannten Warp-Pegel. Und wenn der voll ist, verursacht eine Warp-Woge zufällige, aber immer unangenehme Nebenwirkungen. Hier sinkt zum Beispiel die maximale Willenskraft eures Ritterquartetts um einen Punkt. Oder Leichen werden in 2 Runden zu Seuchenwandlern wiederbelebt. Das könnt ihr nur verhindern, indem ihr bei jeder Leiche einzeln die Wiederauferstehung unterbrecht. Und wenn es besonders dicke kommt, beschwert ein Gegner noch zusätzliche Seuchenwandler herauf. Die schlagen dann auch gleich zu. Solche Ereignisse können eine Partie echt kippen. So bleibt es auch immer bis zum Ende spannend. Und ihr überlegt euch jede Spezialaktion gut, um den Warp-Pegel nicht unnötig zu erhöhen. Aber auch die Waffeneffekte wie das Speerfeuer im Hintergrund sowie die vielen abwechslungsreichen Einheitenkommentare tragen viel zur gelungenen Atmosphäre bei. For the Emperor! Und die Kommentare passen auch fast immer gut zum aktuellen Kampfgeschehen. Don't give up now. Dann ist es endlich soweit. Wir stehen vor dem letzten Gegner und setzen seinem Blütenwuchsritual endgültig ein Ende. Unser Interceptor hat die Ehre, den letzten Schlag zu führen und kassiert dafür ordentliche 12 Erfahrungspunkte. Ausgeben können wir die Punkte dann zwischen den Missionen an Bord der Edikt des Unheils, unserem beeindruckenden Mutterschiff, das standesgemäß an eine fliegende Kathedrale erinnert.
Was wir darauf noch alles anstellen können, zeigen wir euch später. Denn nach unserem Einsatz wird erstmal abgerechnet. Hier haben wir nur das Hauptziel geschafft, nämlich das Ritual zu beenden. Das Nebenziel haben wir allerdings vergeigt, dafür hätten wir komplett auf Willenskraftfähigkeiten verzichten müssen. Aber wir wollten euch halt ein paar coole Spezialfähigkeiten zeigen. Das war's wert. Immerhin bekommen wir einen frischen Level 3 Justica als Belohnung, sowie einen Bolter und die Nahkampfwaffe Anvils Zuflucht. Eine Beförderung auf den nächsten Level hat allerdings keiner unserer vier Ritter geschafft. Drei sind sogar so verwundet, dass sie lange ausfallen. Das gefällt uns übrigens nicht so gut. Weil Ritter sehr lange für die Heilung brauchen, müssen sie oft für zwei oder drei Gefechte aussetzen. Dadurch wird die Bindung an einzelne Knights weniger stark als etwa bei den XCOM-Söldnern. Die Heilzeit lässt sich aber durch Forschung verkürzen, dazu gleich mehr. Zu Spielbeginn stellt ihr eure Vierertrupps aus vier Klassen zusammen. Der Interceptor kann teleportieren und sich blitzschnell durch seine Opfer kämpfen oder hinter den feindlichen Linien aufräumen. Den zähen Justica könnt ihr mit einer besonders fetten Terminator-Rüstung aufpowern, er wird dann quasi zum Nahkampftank. Der Apothecary heilt und supportet und der Purgator ist schließlich auf schwere Wumme spezialisiert. Jeder der vier ist auf seine Art ein hervorragender Kämpfer. Über Level-Ups schaltet ihr zusätzliche Fähigkeiten und Passivboni für eure Ritter frei. Das motiviert enorm, doch noch schnell eine Mission zu erledigen. Denn die dauern meist nur rund 20 bis 30 Minuten. Stark, nach rund 15 bis 20 Spielstunden kommen nochmal vier Ritter der erweiterten Klassen Paladin, Chaplain, Librarian und Purifier dazu, die noch deftiger und komplexer als die vier Standardritter sind. Allerdings werden auch eure Feinde mächtiger. Hier geht natürlich jedem Warhammer-Fan das Herz auf. Ihr könnt eure Charaktere umfangreich anpassen, vom Wappen über die Beschriftung bis hin zu den ikonischen Schulterstücken. Hier werden sich Hardcore-Fans vermutlich länger aufhalten als auf dem Schlachtfeld. Und selbstverständlich sind eure angepassten Recken auch entsprechend auf dem Schlachtfeld zu sehen. Hier merkt man endgültig, dass bei Complex Games echte Enthusiasten arbeiten. Standing ready. Aber gehen wir mal zurück aufs Schiff. Hier plaudern wir in Multiple-Choice-Dialogen mit der taffen Inquisitorin Vakir. Dabei ist die englische Sprachausgabe mehr als gelungen. Vor allem Vakir treibt zudem die Geschichte rund um die tödlichen Pläne des Chaos-Lords voran. Sie ist aber auch zuständig fürs Erforschen neuer Skills und anderer Boni. Der umfangreiche Forschungsbaum unterstützt euren Spielstil prima. Für höherwertige Vorteile braucht ihr aber bestimmte Saatentypen, die ihr euren Gegnern abknüpft. Damit lassen sich auch eure Belohnungswaffen weiter verbessern. Noch so ein fieser Motivator zum Weiterspielen. Der 30th-Sektor ist mit seinen 16 Systemen zwar überschaubar, steckt aber voller Gefahren. Denn jedes System kann auch mehrfach hintereinander von Chaos-Truppen infiziert werden. Es gibt also viel mehr als nur 16 Missionen. Und Ereignisse wie diese Warpstorm-Störung oder Feindschiffe beschädigen unser eigenes Schiff. Dann droht zum Beispiel der Rumpf zu brechen oder der Antrieb fällt aus, sodass wir Missionsziele nicht mehr rechtzeitig erreichen. Und na klar, oft passiert alles auf einmal, sodass es auch zwischen den Kampfeinsätzen spannend bleibt. Glücklicherweise dürft ihr die Edikt des Unheils entsprechend reparieren und ausbauen, etwa mit einem schnelleren Warp-Antrieb, stärkeren Deflektorschilden oder einer größeren Kaserne für mehr ritterliches Personal. In regelmäßigen Abständen müsst ihr Großmeister Varan Kai Rede und Antwort stehen. Wenn Vakir beim Rapport zu vorlaut ist, hagelt es auch schon mal saftige Strafen wie eine halbierte Forschungsgeschwindigkeit. Und die ist dauernd vorlaut. Zum Glück dürfen wir dafür unser Schiff schneller ausbauen. Unser Fazit für Rundenstrategen und natürlich Warhammer 40k-Fans ist Demon Hunters richtig klasse. Es kommt zwar nicht ganz an XCOM 2 ran, weil die Schlachten weniger Umfang und abwechslungsreich sind und weniger Tiefgang bieten. Auch die Präsentation und Kameraführung ist nicht so durchchoreografiert wie bei XCOM. Ihr habt bestimmt bemerkt, dass Figuren öfter mal verdeckt sind und sozusagen aus dem Off feuern. Aber die wuchtigen Attacken, das zerlegbare Schlachtfeldmobiliar und die starke Warhammer-Atmosphäre haben uns beim Testen viel Spaß gemacht. Die Missionen sind relativ kurz und Missionsziele ähneln sich häufig. Trotzdem bekommt ihr durchgehend spannende Gefechte. Passt aber auf, welchen Schwierigkeitsgrad ihr wählt, denn der lässt sich nach dem Kampagnenstart nicht mehr ändern. Auch die Permadeath-Option könnt ihr später nicht mehr ausschalten. Außer der Kampagne gibt es übrigens keine weiteren Spielmodi. Dafür ist der Feldzug aber umfangreich und wegen der vielen variablen Ereignisse in und zwischen den Schlachten bleibt auch der Wiederspielwert hoch. Selbst wenn die Maps hier nicht per Zufallsgenerator zusammengesetzt sind.
Die KI ist guter Durchschnitt. Eure Gegner nutzen zum Beispiel Deckung gut aus, gelegentlich könnten sie aber aktiver sein. Etwa wenn ihr einen Angriff abwehren sollt, die Chaos-Trupps aber kaum vorrücken, sondern lieber im defensiven Überwachungsmodus bleiben. Unterm Strich geht die KI aber in Ordnung. Und hey, nach zahlreichen Warhammer-Lizenzenttäuschungen sind wir von Demon Hunters sehr angenehm überrascht.